Gleich sind wir da. Endlich Urlaub. Ich schalte runter. Wir befinden uns an der Schweizer Grenze. Ein Grenzer kommt auf uns zu, wirft einen kurzen Blick in unser Auto hinein und winkt uns durch. Geschafft. Das ist eine Sache von Sekunden, diese Grenzüberschreitung. Ein Akt von Freundlichkeit. Ist ja auch eine weiche, eine durchlässige Grenze, an der Frieden herrscht. An anderen Grenzen geht es zurzeit schlimm zu. Die Ukraine ist Schauplatz gewaltsamer Grenzverletzungen. Demarkationslinien, Korridore, Frontlinien, Schussfelder mitten in Europa. Da sterben Menschen, weil Menschen Krieg machen. Und unsere Illusionen sind zerstört, als seien die Grenzen in Europa unverrückbar, als seien Grenzen Ausdruck friedlicher Nachbarschaft und gelungener Koexistenz. Nein, hier haben wir es mit stacheldrahtbewehrten Grenzen, mit Schützengräben und Barrikaden zu tun. Grenzen bewegen sich je nach militärischem Fortschritt. Es sind blutige Grenzen. Sie markieren die denkbar härteste Abgrenzungslinie, an der es um Belagerung, Angriff, Verteidigung, letztendlich um Leben und Tod geht. Ukraine heißt übersetzt Grenzland. Ich stehe hier auf dem Friedhof. Das ist auch so ein Grenzland. Die Grenze, die hier gezogen ist, verläuft zwischen Tod und Leben. Daran erinnert uns der Grabstein. Nach seiner Herkunft kommt er von dem Grenzstein. Ein Grenzstein markiert die Grenze zwischen zwei Regionen. Und wenn zwischen diesen beiden Regionen Frieden herrscht, dann wurde der Grenzstein als Zeichen des gegenseitigen Friedens von beiden Seiten geschmückt und bepflanzt. Und genauso ist das auch beim Grabstein. Der Grabstein ist ebenfalls ein Grenzstein. Er markiert die Grenze zwischen Leben und Tod, zwischen unserem irdischen und unserem himmlischen Leben, das uns Gott verheißen hat. Und wenn wir einen Grabstein bepflanzen, ein Grab schmücken, eine Kerze an der Grabstätte entzünden oder sie einfach nur besuchen, so ist das ein Ausdruck dieses Friedens. Es herrscht Frieden zwischen diesen beiden Regionen, zwischen dieser Grenze, zwischen dem Sterben und dem Leben. Warum? Weil Gott definitiv Frieden für uns geschlossen hat. Dafür steht das Kreuz und die Auferstehung Jesu, die wir an Ostern feiern. Denn er hat die Grenze des Todes überwunden, indem er uns auf unserem letzten Weg durch den Tod vorausgegangen ist und damit Frieden gemacht hat. Nicht mit Gewalt, sondern mit der Ohnmacht seiner Liebe. Das ist unsere Hoffnung und das ist unser Glaube. Das Ende ist nicht das Ende. Am Schluss ist nicht Schluss. Der Tod markiert eine Grenze, auf die Gott seinen Frieden gelegt hat, weil er kommt und mit ihm das Leben in der Auferstehungskraft Jesu. Also, es geht von Leben zu Leben. Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja. Und darum gilt unser Ostergruß der ganzen Welt mit all ihren Grenzen. Friede, Friede, den Nahen und den Fernen. Frohe Ostern!